So, der liebe Gott scheint mein Flehen erhört zu haben. Und heute kann man bei schönstem Wind die Segeleigenschaften dieses kleinen Knirpses da oben begutachten. Ideal momentan, und nach dem zweiten Test, nach dem Jungfernflug, würde ich behaupten wollen, der ist schon ziemlich einliner-tauglich. Die Waage, die müsste noch mal besser geknüpft werden. Oh, jetzt wird es ein bisschen kritisch, der Wind lässt nach. So, jetzt haben wir auch noch ein bisschen Sonne unterm Segel. Herrlich. Der Wind ist gerade wirklich ideal für diesen kleinen Flieger, als Einliner zumindest. Ich muss nur aufpassen, dass der mir da nicht hinten in die Brombeersträucher kachelt, dann hat er sein Leben nämlich erstmal ausgeraucht. Nachjustieren muss man hier unten immer ein paar Schritte vor und zurück. Der Wind ist optimal heute. So, von hinten kommt jemand, ich muss mal aufhören zu filmen.